Hallo, hier ist das Team vom SupportNet und heute zeige ich euch, wie ihr Videos für eure Nintendo Wii konvertieren könnt. Dazu gibt es ein Programm von Free Studio DVD Videosoft und zwar in der Kategorie Mobiltelefone. Und ganz hier unten in der zweiten Spalte gibt es Free Video to Nintendo mit dem Symbol Wii vorne dran. Das wählen wir einmal aus. Die Wii ist natürlich eine tolle Konsole, aber trotzdem kann es nicht jedes Video abspielen, was wir gerne hätten. Also müssen wir, bevor wir es auf die Wii kopieren oder ähnliches oder abspielen lassen, in das richtige Format konvertieren. Gut, jetzt können wir sagen, bevor wir das Programm benutzen, ob wir noch die Update-Version installieren wollen, ja oder nein. So, wie ihr unten sehen könnt, können wir jetzt die Qualität auswählen. Wir wählen die höchste Qualität. Und hier haben wir nur ein Format. Das heißt also, dieses MJPEG kann von jeder Nintendo Wii abgespielt werden. Also lassen wir es auch drinnen natürlich und fügen schon mal die Datei hinzu, die wir gerne konvertieren möchten. Gut, wir können jetzt natürlich noch weitere über Datei hinzufügen, aber das wollen wir jetzt erstmal nicht. Wir können dann natürlich auch wieder das Video löschen. So, den Ausgabenamen können wir ändern und sagen, wir beziehen das Datum noch ein. Das heißt, jetzt würde unser Name so aussehen unten. Natürlich das aktuellste Datum und der Videoname vorne dran. Tags sind dann wichtig, wenn ihr mehrere Videos habt und diese durchsuchen wollt. Das heißt, ihr habt jetzt zum Beispiel 10 Interpreten und zu jedem Interpreten nochmal 10 Videos. Wenn ihr jetzt sagen wollt, ich möchte jetzt nur die Videos von dem und den Interpreten haben, kann er euch das raussuchen, wenn ihr das hier vorher angegeben habt. Also, wenn ihr gründlich seid und den richtigen Namen immer schön eingibt, dann habt ihr im Nachhinein viel Freude daran. Gut, eins ist zu beachten bei dem Programm. Die Videos werden immer nur nacheinander konvertiert. Das heißt, das Video, was ganz oben steht in der Liste, wird als erstes konvertiert. Möchtet ihr diese Reihenfolge ändern, könnt ihr das über diese Pfeiltasten hier machen. Gut, wir sehen jetzt hier Speichern in. Wir können jetzt also auswählen, in welchen Ordner das Video abgespeichert werden soll, wenn es konvertiert ist. Wir können jetzt mal anschauen, was in dem Videoordner gerade drin ist. Okay, da sind schon ein paar. Ansonsten, wenn wir den Ordner ändern wollen, können wir den Ausgabeordner hier auswählen. Gut, das war's auch schon. In den Optionen können wir nur noch einstellen, wie das Programm aussehen soll. Und wir können die Sprache ändern, auf Updates prüfen oder sagen, gut, wenn du die 20, 30 Videos konvertiert hast und abgespeichert hast, sollst du den Rechner herunterfahren. Dann müssen wir nicht dabei sitzen und den Rechner extra runterfahren. Gut, jetzt einfach auf Konvertieren klicken und schon wird das Video konvertiert. Dann viel Spaß beim Ausprobieren.